Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Golden Body Personal Training Video. Heute geht es um das Thema JogMe. Bereits wissen, habe ich ein neues Training ins Leben gerufen, welches sich JogMe nennt. JogMe setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Das eine ist das Jog, welches das Joggen darstellen sollte, und das Me, welches für die Meditation steht, aber auch Me im Sinn von Ich. Also es geht um mich in diesem Training. Wie ich auf dieses Training gekommen bin, kann ich eigentlich gar nicht mehr so genau nachvollziehen. Ich habe mir einfach immer gedacht, dass es nötig ist, in der heutigen Zeit etwas reinzubringen, welches vielleicht nicht gerade so esoterisch rüberkommt, wenn ich das mal so nennen darf. Also nicht, dass die Leute denken, ah, ich möchte eigentlich Zeit für mich haben, aber meditieren schreckt doch einige ab. Es gibt aber viele Leute, die Sport machen möchten und vielleicht keine Zeit haben oder nicht gerne alleine gehen oder sich nicht motivieren können. Deshalb wollte ich das verbinden. Es ist mir sehr wichtig, dass die Leute wissen, dass da kein Leistungsdruck besteht, sondern wirklich, dass wir zusammen joggen gehen. Es gibt auch wirklich für jedes Leistungsniveau Platz in unserer Gruppe, also wer wirklich vielleicht schon sehr geübt ist, hat auch die Möglichkeit, noch an seine Grenzen zu gelangen, aber auch ein absoluter Anfänger kann gut mithalten. Wir haben die erste Einheit bereits gemacht, letzten Samstag. Das Training findet immer am Samstag statt, um 10.30 Uhr. Eigentlich ist es vorgesehen alle zwei Wochen. Das kann aber auch variieren. Also wer gerne teilhaben möchte, der sollte sich bei mir melden unter info@goldenbody.ch. Dort könnt ihr mir eure Nummer zukommen lassen und dann kann ich euch in unsere WhatsApp-Gruppe aufnehmen, da auch der Standort immer verschieden ist. Gebe ich dort durch, wo wir uns treffen und wann es wirklich stattfindet. Nun zum genauen Ablauf. Sieht so aus, ich habe meistens nichts wirklich geplant, weil es sehr abhängig davon ist, wer kommt, also eben gerade welches Leistungsniveau anwesend ist, und daher entscheide ich das spontan. Es sieht aber so aus, dass wir sicher Lauf, Technik, Laufstil, Intervalle sind drinnen, wir haben Hügelläufe, wir haben immer Theorie noch drinnen, wirklich spezifisches Aufwärmen, Cooldown, was haben wir noch alles? Reaktionssachen, es hat auch Kraftteile drinnen, teilweise, und wie gesagt, das Meditieren, hierzu möchte ich noch kurz sagen, Meditieren sieht nicht so aus, dass wir uns auf den Boden setzen und ja, sondern ich möchte eigentlich einfach, dass die Leute zur Ruhe kommen, dass sie mal ohne Handy, Internet, Laptop, Fernseher, einfach all das Mediale zur Ruhe kommen können. Das heißt, sich auch mal vielleicht auf etwas konzentrieren, auf Töne, auf, letztes Mal haben wir uns auf Vögel, auf Flugzeuge, auf Geräusche im Wald konzentriert, und das ist gar nicht so einfach. Also ich kann das jedem empfehlen. Ich kann euch nicht sagen, was das genau ist, was wir machen. Das ist sehr intuitiv, was ich mit den Leuten mache. Es kann auch sein, dass wir uns mal irgendwo hinsetzen und uns einfach auf uns selbst konzentrieren, aber es geht wirklich darum, einen leeren Kopf zu bekommen und einfach mal wieder im Hier und Jetzt zu sein. Das ist eigentlich so meine Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Aber ich möchte das Ganze wirklich mit Spaß verbinden, mit einem Mehreffekt, dass ihr wirklich daraus lernen könnt. Und ja, wenn es euch interessiert, kommt gerne mal vorbei. Wir haben keinen limitierten Platz.
Anzahl. Also ihr seid wirklich alle herzlich willkommen. Ich hoffe, das hat ein wenig Licht ins Dunkle gebracht und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal dabei wärt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen guten Wochenstart und bis bald. Tschüss.